auch Bell-UH aus D genannt. Ich will nicht sagen, in der Entwicklung hinter sich hat und immer noch bei der ein oder anderen Streitmacht in Betrieb ist, über Jahre bei der Bundeswehr zu sehen gewesen und jetzt natürlich immer mehr auch auslaufend bei den Aktionen. Tarnfarben vor den Hintergründen der Wetter hier auch ganz schwer auszumachen, die Fluglage. Und ich kann nur hoffen und wünschen, dass der Gabriele immer mit einem sehr, sehr wachsamen Auge bei seinem Modell ist. Rupferdurchmesser, eine Talturbine.